Moin Moin, da sind wir wieder jetzt im Rennen in der Startausstellung. Auf geht's. Ja, so sieht das aus. Renn starten, los geht's. Ja, bei diesen Autos sehr interessant mit dem. Okay, 18 Runden, das wird ein hartes Laster. Oh, die ging früh. Nice. Oh, Da hat mich überrascht. geh mal ein bisschen vom Gas runter, wenn ich Camillo nicht hinten rein segeln tu. Oh Ja. nein, Kaufmann, du bleibst hinten. Kauf, hallo? Uiuiui, pass auf. Der Start war okay. Jetzt musst du wachsam sein und Bedrohungen in deiner Nähe ausmachen. Eieieiei. Ich hab grad ein Herz, Alter. Ich auch. Was meinst du, warum ich gerade nichts sag? Oh, ich muss noch mal bremsen, Alter. Ich dachte, ich hätte schon gebremst. Aber irgendwie hat es nicht gereicht. Ja, das kenne ich. Nachbremsen ist immer scheiße. Ja, und das Problem ist ja, weil hier alle Autos dieselbe Leistung haben, muss man echt gucken. Ja, aber nicht den gleichen Fahrstil. Nein, das nicht. Na, hier war ich etwas zu langsam, aber lieber zu langsam und dafür Auf der Strecke durchkommen. bleiben, genau. Das habe ich natürlich, weil ich im Qualifying ein bisschen zu viel gefahren bin. Schon leichte Ansätze auf den Reifen. Herrlich Sonnenschein, du. Oh. Das Wetter ist bombastisch, ey. Nein, was ist denn da los? Oh nein! Ach du je, Mene. Dann dreht die Mistgurke sich einfach, okay? Ja, das hatte ich, habe ich ja vorher gesagt. Die ist tricky da oben. Wenn du dann da unten auf der Kurve raus bist und willst wieder aufs Gas treten, dann neigt er manchmal dazu, voll durchzudrehen und dann ziehst du dich rum. So gemacht wie immer und dann, alter Schwede. Das ist natürlich jetzt Mist. Schade, Schokolade. Schade. Hier noch unter den Aber warten wir Reimern mal. gegangen, ey. Aber schauen wir mal. Oh, da scheint eine gute Zeit zu sein bei mir jetzt. Ja, mei. Mal gucken, ob du dich jetzt wieder nach vorne kämpfen kannst, Master. Freunde. Ja, fünfter bin ich ja. Oh, da hast du dich doch mal gut gerettet, hä? Ja, ich hatte ja auch gut Vorsprung. Ja, wie ihr seht, ne, auf Gas treten und dann hier, dann müssen wir mal runter vom Gas, sonst hätte ich mich die Beine auch gedreht, wieder, liebe Daniel. Oh mein Gott. Jetzt fahren die hier nebeneinander durch die enge Kurve. Ist das deren Ernst? Viel zu langsam, viel zu langsam, viel zu langsam. Jetzt hat natürlich mein Spoiler ganz schön was abgekriegt. Die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleibt dran! Ja, mal gucken, wie wir das jetzt machen hier. Oh, da bin ich ein bisschen außerhalb rausgekommen. Das war nicht so toll. Diese Kurve, ey. Oh, schon wieder. Ja. Dieses, ja, jetzt bin ich zu weit raus, zu spät gebremst. Diese Kurve ist, ey, meine lieber Scholli Schwede. Ich möchte gar nicht wissen, wie man sich mit dem Lenkrad, wie sich das Ganze fahren lässt, Daniel. Das Ja, wäre mal das interessant, ist ey, wa? krass. Man gibt ja diese Lenkräder, viele Art von Sorten, aber die, ne.
viele dieses Gran Turismo Lenkrad da nehmen, wie Pete Smith, weißt du? Ja. Mhm. Weil die fahren das ja. Ich finde das mal interessant, wie die. Und die fahren gut. Auf jeden Fall. Hörst du mal auf jetzt, Mann! Boah, hat der einen Drehmoment, die Karre, Alter? Das ist krass, ist das wert, ey. Ja, das waren ja auch noch dicke Motoren, ne? Nicht so wie heute. Oh, Sparflamme und so. Oh, viel zu weit raus. Viel zu viel mit Elektro heute, deswegen sind die auch alle so. Die Kurve habe ich verkackt. Das ist prima. Viva Colonia. Die Formel 1, finde ich, ist aber nicht mehr das, was es mal gewesen ist früher. Wie damals mit Schumi und so. So mit Tanken und so, das war noch richtig, richtig Formel 1. Und diese Elektro-Scheiße da. Und alles so wegen diesem Weltklima, weißt du, da zieht noch lange nicht jedes Land nach. Stell dir mal die Amis vor, ohne V8, nur noch mit Elektromotoren, weißt du? Die denken, das ist doch kein V8 mehr. So gut, das ist aber denen ihr Problem, ne? Leicht quer, aber noch einiger flüssig genommen, die Kurve. Oh, die Kurve habe ich einigermaßen gut genommen, hoffe ich mal. Schön runter in die Kurve rein, ohne raus. Gucken, ob wir dann in den nächsten zwei Kurven auch gut hinkriegen. Ja, das war jetzt nicht optimal. Das hat mich mindestens 200 gekostet. Ja, das macht ja da vorne nichts. Komm auf die Straße! Komm! Boah, du blöde Seuche, ey! Dann zieht's mich da hinten rum, Alter. Ich dreck mir brennt der Flügel ab, du, ey. Ja, du, bei dir ist das Gute, du hattest halt viel Vorsprung. Ja, trotzdem kacke, weil ich muss gleich rein, weil ich einen komplett roten Spoiler habe. Ach so, oh. Flügel. Schnauze, meine ich. Und da hinten, die holt wahnsinnig auf. Also, das ist für mich, glaube ich, gleich erstmal gelaufen. Der erste. Oh, jetzt wäre ich fast dem Kaufmann hier hinten in die Karre gefahren. Okay, Box. Wir passen die Strategie an. Kommt diese Runde rein. Mir bleibt ja nichts anderes übrig, als reinzufahren. Deine Rundenzeiten fallen. Wurde mir auch gerade angesagt. Sieht so aus, als wenn der Frontflügel vor dem Auto fort jetzt sehr beschädigt ist. Sie müssen ihn wohl reinholen. Da war ich auch zu weit draußen. Alter, dieser Kaufmann hinter mir, der nervt. Das kostet mich jetzt Plätze, Alter. Nein. Na, weil die Scheißkarre da raus, Alter. Mann, das war so eine tolle Runde, ey. Die müssen aber auch noch an die Box. Musst du mal so sehen. Ich ja auch. Von daher. Da kommt, werd fertig da vorne. Fertig. Los jetzt. Und ich kann dem Kaufmann auch nicht davor wegfahren, deswegen. Sei gut zu Alter, sind alle nah beieinander, ey. Ist ja schlimm. Mann. Ich sehe dich ja nirgendwo. Überall weiße Punkte. Das hättest du mal besser machen können. Ja, weiß ich auch nicht, warum das jetzt so ist auf einmal. Komm, hoch, Drehzahl. Jawohl, und ab. Ich werde jetzt nächste Runde in die Box fahren.
Boxenstopp. Interessiert mich mal, wann die gleich reinfahren in die Box. Ja, entweder so wie ich jetzt, also nächste Runde oder später. Aber wenn die nächste reinfahren, wäre es nicht schlecht, dann könnte ich wahrscheinlich ein bisschen aufholen. Naja, klar. Das ist natürlich jetzt Masterarbeit, ne? Ja, das ist jetzt dann einfach nur gut hoffen, Glück haben und gucken. Boah, wie weit sich das Feld zieht, das ist Wahnsinn, wenn du unten auf die Karte guckst, ey. Naja. Deswegen, mir sagt er, ich wäre nach dem Boxenstopp 12. Also, das ist schon heftig. Jetzt schön aufpassen, dass ich mir den Spoiler nicht gleich kaputt fahre. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh Mann, da ziehen sie an mir vorbei. Ach du Jemine. Nice, super Boxenstopp. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,5 Sekunden. Oh, ich komme mal vor meiner Teamkollegin raus. Sehr schön. Gut, meine Reifen, die waren auch schon sehr durch. Da musste ich gerade wieder querstellen. Ich hatte eigentlich lila, ey. Lila hatte ich von der Zeit her. Oh. Ja, ich sag mal so, wenn man freie Fahrt hat und so, geht das alles noch. Aber jetzt schließt du ja auch aufs Feld wieder auf. Da hast du dann wieder... Ja, jetzt die Kurve gerade scheiße genommen, weil ich da etwas zu schnell wollte. Aber ich muss sagen, die Jungs fahren nicht schlecht. Aber es geht immer noch keiner an die Box. Komisch. Naja, wir warten und hoffen. Mehr können wir eh nicht machen. Oh, jetzt musste ich hin. Ich fahre jetzt. Ich kann nicht überholen, Mann. Musst du warten, bis die lange gerade kommt. Ach, da seid ihr schon durch. Und dann, ja. Nicht querstellen, Jochen! Hör auf damit! Boah! Jetzt fährt der Zigeuner Kampflinie, oder was? Entschuldigung für den Ausdruck. Ja, schöne Zigeuner. Hör mal, das kann man doch essen hier immer. Warte mal, Zigeunertopf. Oh, Schnitzel. Rein. Wow. Ja, ja, Verwarnung, bla, du mich auch. Ich muss ja irgendwie wieder auf die Straße kommen, ohne über den Rasen zu fahren. Solche Leute mag ich ja. Nach der Kurve, man kommt schnell aus der Kurve raus und dann machen die dann zu und fahren dann genau vor die Karre. Das mag ich. Du bist so... Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein. Ja, ich bleib draußen. Leute. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,8. Oh, 11. jetzt. Okay, geh sanfter mit dem Wagen. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Die müssten doch jetzt alle gleich an die Box gehen. Ja. Wie viel da bist du denn mittlerweile, Keule? Warte, gerade jetzt nicht. Okay. Strecke, wo die Karre immer quer steht, hier bin ich gerade. 18. Boah. Da muss ich aber weit ausholen wegen dem Kerl. Ihr seht ja mal, wenn man aufs Grüne kommt, wie viel das gleich ausmacht.
Wenn der Spoiler dann einen weg hat oder was und soll dann rum, dann will er das nicht. Ne, dann ist vorbei. Dann kriegst du auch die Kurve nicht mehr so, wie du es machen willst. Ja, die müssen doch jetzt gleich mal in die Box fahren, kann doch nicht wahr sein. Ja. Müssen doch alle einmal stoppen, das gibt's doch nicht. Wichser, verdammter! Na, beim Überholen muss man echt aufpassen, doch. Boah, heftig, ey. 15. Na, läuft doch. Geht doch langsam vorwärts. Oh! Dun! Ey, das gibt's doch nicht! Du Sohn! Jetzt muss ich mit einseitig roten Frontflügel weiterfahren, sonst wird das nix. Oh, Scheiße. Oh, nee, nein, was machst du denn hier? Da hat er gebremst und mir direkt in die... So wird das doch nie was. Die wollen nicht in die Box, habe ich das Gefühl. Ja, ich weiß auch nicht. Die aber die müssen alle einmal stoppen, das ist leider so. Ja, wenn du das so eingestellt hast, ja. Ja, ja. Also beim Formel 1 ist das allgemein so, du musst einmal stoppen. Würde mich jetzt auch echt wundern, wenn nicht. Vor allem bei Strategie wurde ja angezeigt, einmal stoppen. Weil die müssten ja mittlerweile Reifen haben, jenseits der 60-70%. Virus hat gerade mega Kampflinie, als wärst du mit irgend so einem bei Death Race unterwegs oder so. Oje. Immer noch nicht. Also nächste Runde müssen die spätestens, sonst falle ich vom Glauben ab. Ja, so langsam wird's eng, ey. Da splittert sich ganz schön viel zu weit auf, ey. Nein! Wir ziehen noch raus. Boah, gut, dass ich runtergegangen vom Gas, Alter. Sonst wär's das jetzt gewesen. Gut, dass die alle die Kurven nicht so gut kriegen. Da kann man immer gut rankommen. Alter, immer noch nicht. Fahren die jetzt wirklich durch oder was? Also das kann doch nicht wahr sein. Weiß ich, was du da eingestellt hast? Ja, nix. Du kannst ja nichts einstellen, da, was Boxenstopps betrifft. Nur uns wurde ja eben die Strategie angezeigt, dass man einmal stoppen müsste. Ja, und wir ja. Unser Abstand zum ja, dann müssen wir das doch bestimmt auch. 1,8 Sekunden. Das wäre jetzt frech. Weil meine Reifen haben jetzt schon über 22%, also... Also ich bin jetzt auf dem 12. hochgekämpft und da ist jetzt noch zwei Runden zu fahren sind. Na, glaube ich langsam auch nicht mehr dran, ne? Okay, die Lücke zu deinem Hintermann. Ah, ich bin jetzt 6. super. Hey! Du verdammte Kacke! Der Frontflügel ist okay, für mich war's das. Okay. Jetzt, da komm! Ah, die Karre, Alter. Yo! Da dreht er sich in der Kurve, das ist so zum Kotzen, ey. Mann. Ihr seht, Leute, alles nicht so einfach. Vor allem kapiere ich das jetzt nicht. Vom 12. wieder runter in den 19. Platz. Ach. Ganze Scheiße, ganze Organisation, alles umsonst. Ah, schade. Nö, ja. Die fahren immer noch nicht rein, also... Ja, da hast du wohl was nicht richtig eingestellt.
Wie gesagt, da kannst du nichts einstellen. Ah ja, Fallwand. Ja, ich habe jetzt einen roten Spoiler, jetzt muss ich gucken, dass ich 18er bleibe. Aber mehr kann ich da jetzt nicht mehr, weil ich nochmal Boxen-Dings mache, bin ich eh letzter. Schade, schade. Dabei war ich ganz vorne. Und dann gibt's dann einmal Ding Dong. Dann müssen wir nachher mal, beziehungsweise beim nächsten Event, mehr Runden einstellen, weil dann müssen die definitiv. Obwohl, dann geht das noch länger, das Video. Sollen wir mal gucken. Schade, schade. Wow, wie der dran vorbeizieht, ey. 17. danach, guck an. Na, durch unsere kaputten Autos leider konnten wir da nicht mehr viel machen. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. 3 Runden kommst du mit dem Benzin aus, also schön. Das interessiert mich gerade nicht. Mich interessiert, wann die KI in die Boxengasse fährt, ne? Oh ja, irgendwie schon. Aber ich glaube, damals gab's das nicht. Du hast auch geguckt, dass du so lange wie möglich draußen bleibst, wenn es nicht mehr geht, musst du halt reinkommen. Ja, die mussten auch immer ihren Boxenstopp machen, aber... Ja, verbremse ich mich nochmal. Ja, beim nächsten Event fuchse ich mich noch mal ein bisschen anders da rein und stelle noch mal ein paar Sachen anders ein. Kann auch sein, dass wir echt längere Distanzen nehmen müssen, damit jeder mal in die Box muss. Schade, dass ich hier nicht noch was überholt kriege. Komm! Ne, ich auch nicht mehr. Zwischen mir und dem vierten, das sind solche Lücken. Da lässt sich nicht mehr viel machen. Ich habe noch 4 Stück vor mir, aber ich glaube nicht, dass ich die noch kriege. Ja, versuch's einfach mal. Komm rum! Naja, machst du nix. Wenn du einen Rot-Spoiler kannst du das vergessen, Alter. Nehmen wir das mit. Naja, schade, schade. Da müssen wir uns nochmal was einfallen lassen. Entweder müssen wir die Runden höher setzen oder mal gucken, ob es irgendwo in den Einstellungen was gibt. Oh. 17. Naja. Ja, so ist das. Das geht ganz schnell mit den alten Dingen. Dann drehst du ganz schnell durch. Und mal, wenn du aber sonst alles aus hast und hast die alleinige Kontrolle über den Wagen. Nach dem Ende dieses Grand Prix ist es an der Zeit, sich zu entspannen und zu feiern. Hier kommen sie nun, ihre Top 3. Ja, da freut er sich. Ohne Lenkhilfe, ohne Bremsassistenten. Und was gibt's noch? Der Rest ist soweit alles auf minimal. Ja, ärgerlich, da waren wir so gut vorne mit dabei und dann durch so ein paar blöde Fehler ist man dann raus. Gucken wir uns mal die türkisblaue Pole Position jetzt an hier. Gucken wir doch mal hier, ja, so. Wie man sieht. Ja, das haben die sich vorne eiskalt untereinander gemacht dann. Gucken, wo war denn meine Teamkollegin? 13. ist sie geworden, wow. Oh, Christian hat nochmal Strafe mitgenommen, einmal 3 Sekunden. Ja, Müll zu machen ist halt, ich habe da noch ein bisschen abgekürzt, ich wollte jetzt nicht zu viel bremsen, ich wollte nochmal, aber ich bin zum Glück nicht von der Strecke abgekommen, das ist ja dann alles, wenn die Crew sagt, komm heil nach Hause, alles gut, deswegen, dann ist ja, das so. Das ist schon mal viel wert. Ja, ja. Da war's das, denke ich mal, jetzt für dieses Rennwochenende, ne? Genau, wir gucken nochmal drüber hier und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Alles bei klar. Der schweren Strecke. Ja, mein lieber Camillo, lieben Freunde des geilen YouTube-Sports, ich würde sagen, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao.